5 plus 1 eindeutige Zeichen, die dir Frauen geben, wenn du den ersten Schritt machen sollst. Genau darum geht es in diesem Video und ich schlage vor, wir fangen gleich an. Wenn du wie ich bist, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dass du Frauen ziemlich verwirrend findest und du dich vielleicht schon mal gefragt hast, hey, bedeutet es dieses Lächeln von der süßen Dame da am Kaffeestand, dass ich sie ansprechen soll oder ist sie einfach nur höflich oder wie auch immer? Und deswegen will ich dir in diesem Video die 5 Zeichen geben, die zeigen, dass sie an dir interessiert ist. Jedoch eine Warnung muss ich dir gleich vorab geben. Nicht alle Frauen, die sich heimlich wünschen, dass du sie ansprichst, schicken dir auch tatsächlich Signale. Es gibt Frauen, die tatsächlich völlig desinteressiert wirken, dich nicht mal anschauen, obwohl sie dich eigentlich interessant finden. Ich hatte mal so eine Begegnung mit einer Frau in der U-Bahn. Ich habe sie angeguckt, wollte mit ihr irgendwie Augenkontakt herstellen, weil ich sie sehr attraktiv fand. Aber sie hat mich mit dem Arsch nicht angeschaut. Und dann bin ich an derselben Station wie sie auch ausgestiegen, zufällig, weil wir beide an ähnlichen Orten gewohnt haben. Ich habe sie dann angesprochen und sie hat gestrahlt und wir haben ein Date ausgemacht und sind später bei mir gelandet. Das wäre nie passiert, wenn ich nur auf die Signale der Frau gehört hätte, anstatt auch auf das wichtigste Signal, nämlich ich selbst. Das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, die jeder Mann gewinnen sollte. Das allerwichtigste Signal bist du selbst. Na, wenn eine Frau ein Interesse in dir weckt und irgendeine leise Stimme in dir zuflüstert, dass du sie ansprechen solltest, aka deine Intuition, dann tu es und warte nicht erst auf irgendwelche Signale. Weil in dem Moment bist du voll authentisch. Du gibst dir selber ein Ja. Du gibst dir selber das Ja, ich möchte diese Frau jetzt kennenlernen. Und ich warte nicht erst auf 500.000 Zeichen, die ich abhaken könnte, um dann auch ganz sicher sein, dass sie dich nicht ablehnt. Weil die Wahrheit ist, eine Frau kann dir sogar Signale geben, aber dann vielleicht doch nicht interessiert an dir sein, basierend darauf, dass du vielleicht keine Ahnung hast, wie man eine Frau überhaupt richtig anspricht. Dazu später auch gleich noch mehr. Jetzt aber zu den Zeichen. Zeichen Nummer 1 ist, dass sie hinschaut und dann wieder wegschaut. Und wichtig ist da auch der Ausdruck auf ihrem Gesicht. Wenn sie dir immer wieder zum Beispiel kurze Blicke zuwirft und dich leicht anlächelt, dann den Augenkontakt wieder bricht und dann aber auch wieder Augenkontakt herstellt und dabei offen wirkt, auch in ihrer Körpersprache, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass du sie wahrscheinlich ansprechen solltest. Dann Zeichen Nummer 2 ist, dass sie nahe bei dir steht. Wir Menschen positionieren uns in Räumen tendenziell immer so, dass wir in der Nähe von Menschen stehen, die wir potenziell interessant finden. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau auf einer totalen leeren S-Bahn-Station, wo sie sich überall hinstellen könnte, wo sie könnte, aber relativ nah bei dir steht und dann auch noch ihre Füße in deine Richtung zeigen, dann kannst du dir ziemlich, ziemlich sicher sein, dass das ein unbewusstes Signal ihres Körpers ist, dass sie an dir Interesse haben. Fußposition ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt wenige Menschen, die so bewusst sind, dass sie ihre Körpersprache so lenken, dass sie nicht interessiert wirken. Deshalb ist es wichtig, auf diese Sachen zu schauen und dafür ein Gespür zu bekommen. Es gibt dazu ein tolles Buch von Sammy Molcho, das heißt Körpersprache, solltest du unbedingt lesen. Da stehen ganz, ganz, ganz viele solcher Dinge drin. Jetzt aber wichtig: Zeichen Nummer 3, sie macht mit Bewegungen auf sich aufmerksam. Das machen nicht alle Frauen, aber ziemlich viele. Sobald sie einen Mann irgendwie interessant finden, vielleicht in einer Bar oder so, versuchen sie irgendwie mit Bewegung oder so auf sich aufmerksam zu machen. Läuft vielleicht eine Frau vor dir auf und ab, macht sie irgendwelche Sachen, lacht sie laut in deiner Gegenwart, dann versucht sie wahrscheinlich mit diesen Sachen auf sich aufmerksam zu machen. Dann Zeichen Nummer 4 ist ziemlich offensichtlich, dass sie dich irgendwie anlächelt und sich irgendwie durchs Haar fährt oder so. Das ist einfach, wenn sie dann noch ihre Brust dazu raussteckt oder so weiter
und eine offene Körperspannung hat, dann ist es ziemlich, ziemlich offensichtlich, dass sie auf dich steht. Zeichen Nummer 5 ist, sie macht mit dir starken Augenkontakt. Na, wenn du mit einer Frau, jede Art von sexueller Spannung basiert im Endeffekt auf intensiven Augenkontakt. Und deshalb schau einfach, wie hält eine Frau mit dir Augenkontakt? Ist es länger, als sie eigentlich müsste oder nicht? Es gibt auch schüchterne Frauen, weißt du, die eher weniger Augenkontakt machen. Da musst du einfach ein Gefühl dafür bekommen. Dann Bonuszeichen, das ich dir hier noch verraten will, ist, dass sie, das merkst du eher mit Frauen, die du vielleicht schon angesprochen hast, ist einerseits, dass sie zum Beispiel ihren Nacken offenbart, also dass sie Zonen offenbart, die eher intim sind. Und wenn sie dich in ihrer Körpersprache, in ihrer Art und Weise, wie sie spricht, in dem Tempo, in der Lautstärke, wenn sie dich spiegelt, das ist immer ein Zeichen davon, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen können. Und jetzt, wie gesagt, das Wichtigste ist, wenn du eine Frau ansprichst, gib dir selber das Ja, gib dir selber, hör selber auf dich und schau nicht immer nur nach den Signalen. Und eine wichtige Sache, die ich noch sagen will, ist, na, so Signale, das ist ein erstes Zeichen für Interesse. Das bedeutet nicht, dass du damit irgendeinen Deal abgesiegelt hast, dass du dir mehr oder weniger sicher sein kannst, okay, wenn ich die Frau jetzt anspreche, dann wird sie mit mir sicher sich mit mir treffen. Weil entscheidend ist es tatsächlich, wie es danach weitergeht. Und ich habe viele, viele Frauen auf der Straße, im Alltag, im Supermarkt oder so weiter angesprochen. Und ich habe gemerkt mit der Zeit, dass es ein gewisses Muster gibt, wann Frauen wirklich offen auf mich reagieren und wann Frauen mir eher Körbe bekommen. Und wenn du wie ich bist, hast du wahrscheinlich auch keine Lust darauf, Körbe zu bekommen. Und deswegen habe ich für dich ein kostenfreies E-Book erstellt. Das findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Kannst du dir runterladen. Dort zeige ich dir meine Formel, wie ich Frauen anspreche, sodass ich die Chancen, den Korb zu bekommen, wirklich dramatisch reduzieren kann. Wenn dir das weitergeholfen hat, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann.